Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen meine Wiedergeburt als Schleim, wollen wir jetzt anzocken. Ich werde euch den Link für das Spiel in die Videobeschreibung packen und ich werde euch auch mal Crunchyroll verlinken. Da ist gerade die Serie in der dritten Season am Start. Jetzt gerade pausiert für jetzt, warte mal, jetzt 12. Glaube noch eine Woche und dann soll es wohl weitergehen. Da gibt es Staffel 1, 2, 3 und 2 oder 3, die außerhalb der Staffeln sind. Einmal mit den Kids, einmal wo er in der Wüstenstadt ist und dann war glaube ich noch eins. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also 2 auf jeden Fall. Besteht immer aus 2, 3 Folgen. Ja, und die Staffeln dann halt aus mehr Folgen, logischerweise. Dritte Staffel empfehle ich euch, aber wartet, bis ihr komplett fertig ist und dreht euch dann zum am Stück rein. Weil da sind viele Fillerfolgen, viel Quatsch, was einem wichtig ist, aber dann halt passiert keine Action 2 Folgen lang und dann passiert wieder mal viel Action und guckt euch lieber, wenn alle released ist, an. Die ersten sind ja die ersten beiden Staffeln sind ja schon da. Fangt da damit an. Bis dahin sollte Season 3, glaube ich, auch schon fast beendet sein. Ich habe mal die Musik auf 50%, alles andere habe ich gelassen und Untertitel habe ich angemacht. Leider haben wir hier, so wie ihr seht, ist alles in Deutsch. Wir haben aber keine Möglichkeit, hier irgendwas einzustellen. Ob es Deutsch, Englisch oder Japanisch ist. Also ich denke mal, es wird englisches Audio sein mit deutschen Untertiteln. Leider. Das ist das, was mich bei Anime-Spielen oder also Adaption oder auch Dragon Ball, und ich liebe Dragon Ball-Reihe und so, aber das ist das, was mich stört, wenn die Spiele nach Deutschland kommen, dass man da keine deutsche Synchro reinmacht. Weil die haben ja die von der Serie die Synchro-Schauspieler. Warum, dass die dann nicht nochmal bezahlt werden und kommen, mach für das Spiel ohne ein paar Audiodateien und was weiß ich, dann hätten wir wenigstens mal deutsches Audio. Das ist immer sehr, sehr doof. Das ist er, Rimuru Tempest heißt er. Da ist er. Da ist er noch in der realen Welt. Da hilft er der Frau, da wird er erstochen. Und dann wird er wieder geboren als Schleim. Das ist Englisch, Japanisch. Ah, er hat 2 Orte. Ach, da lernt er dann seine Skills, Unique Skill. Warte mal. Also fängt wirklich am Anfang an, wir sind in der Höhle. L3 ist Sprung. Ist nicht X nochmal diese Spring? Da ist er. Veldora. Und die deutsche Synchro ist wirklich sehr gut. Da kann er jetzt gucken, weil vorher konnte er nicht richtig. Da sieht er jetzt Veldora. Also der Sturm, Veldora, der Sturmdrache. Ist auch wirklich sehr gut gezeichnet. Also ich kann die Serie euch wirklich nur ans Herz legen. Ich kenne den Anfang ja. Und wir wollen ja ein bisschen zocken und hier nicht die ganze Zeit lesen. Also auch die Grafik vom Spiel finde ich sehr gut. Ach ja, wir nehmen ja Veldora noch auf, genau.
Und die ist jetzt praktisch in uns drinne und wir müssen, wir versuchen halt dieses Gefängnis, wo Veldora gefangen wurde, und nicht ausbrechen kann, versuchen wir halt zu knacken. Ich werde halt nicht so viel verraten. Deswegen überspringe mal hier auch viel, ihr solltet ja selber spielen. Weil bei den Anime-Spielen ist es halt immer so viel mit Lesen und dann geht ja die ganze Story drauf flöten, wenn ich euch nicht alles. Wir wollen ja nur zocken und gucken, wie das Spiel sich spielt und die Story kenne ich ja. Ich finde auch schön, dass das Intro drin ist. Obwohl hier schon ein bisschen zu viel verraten wird im Intro, aber okay. Ach, jetzt sind wir im Ogerdorf. Ach, das ist aber ein großer Sprung. Wir sind jetzt gar nicht in der... Ich habe jetzt gedacht, wir sind in der Höhle und müssen dann halt noch ein paar Monster besiegen, wie es halt in der Story auch ist und dass er sich dann halt die Skills da aneignet. Aber wir sind schon draußen, dann wird doch nicht so viel gespoilert. Ich habe auch übersprungen. Und er hat auch schon so eine menschliche Form, was er von Hinata bekommen hat. Ach, Shizu hieß er. Nee, Hinata war wieder ein anderer Anime, Entschuldigung. Absolviert kann Rimuru jetzt mit Hilfe von Mimikry die menschliche Form annehmen. Geht so. Restlichen Wald, um dich in deinen Körper zu gewöhnen. Okay, jetzt müssen wir Monster besiegen. Die Schwierigkeit ist derzeit auf normal gestellt. Möchtest du ein Menü öffnen? Ja. Okay, jetzt haben wir hier Speichern, Laden, Titelbildschirm, Konfiguration, Tutorial. Ist doch gar nichts. Ach, jetzt kann ich. Den konnte ich nicht mit L1. Ach so, ich habe die anderen sind noch gar nicht, sind nur das. Speichern, Laden, Titelbildschirm. Sprint. Spezialattacke, normaler Angriff, normal springen, ausweichen, geheime Technik. Schwierigkeitsgrad wählen. Ah, hier unten Schwierigkeitsgrad. Geschichte Gegner für halb so viel Schaden zu. Schwierigkeit. So, okay, Speicher. Rimuru-sama. Rimuru-sama. Ah, hier sind wir jetzt hin. Kann ich so aussuchen denn oder was mit wem? Lernen wir denn jetzt schon die Dryaden kennen? Nee, die waren nur später, oder? Bei den Zwergen waren wir ja auch schon. Ja, nee, nochmal. Müssen wir ja noch hin.
Gott. Grafik sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, jetzt wird es eine Zeichen. Oh, das ist ja auch ein bisschen. Dann später wird, wenn wir mehr Attacken haben, weil der kann ja, Rimuru kann ja jetzt mittlerweile ja schon viele Attacken. Ich hätte mir ein bisschen Storylast ja gewünscht. Wir wollen nicht so viel verraten. Ist alles ja noch die erste Season.
目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。ロボターアンドランナー sind jetzt Gefährten. Ach, jetzt kann ich es auch auswählen. Und dann ein Skillbaum hoch. Okay.Der Shizu und so in Uchbett kommen. Lass mich überlegen, wir sind jetzt in menschlicher Form. Müsste eigentlich bald die Dämonen kommen. Shizu und Benimaru und so. Nehmen wir noch dann nach.Glück Level 1, Ausdauer, Angriff, Geistangriff, Bewegung, Ausdauer. Ich denke mal ab 90% kommt dann halt auch, dass wir Dämon werden, Dämonkönig. Aber was haben wir hier?SP plus 1. Leben war bis jetzt ganz gut. Angriff wäre natürlich nicht schlecht. Angriff plus 1. Aber Glück. Glück. Aber Glück. 100%. Habe ich denn überhaupt? Wo sehe ich denn, wie viele Punkte ich habe zum Einlösen? Das ist ein bisschen doof, dass man halt nicht. Oder ich habe es nicht gesehen. Achso. Ganz vergessen. Ich wollte ja noch.Der hat eigentlich viel auf Verteidigung, Gorota. Ich muss mal wie eine Serie. Ragnar. So. Angriff. Jetzt. Rimuru-sama! Waga Arji. Rimuru-sama!リムルの旦那。よし。Nimm Gobuta und Ragnar mit und schließe das Gebiet. Achso, dann müssen wir hier wieder raus wahrscheinlich. Aber hier sind noch Zelte, das wird alles noch später eine große Stadt. 能力の上昇率を開示します。新しいエリアが解放されました。Kann man hier rein und raus lassen? So, so. Ach, wir sehen jetzt nur das Stück. Das ist der große Jurawald, der Juraforst, das ist das Dorf.Ich glaube, hier oben müsste jetzt sein, wo die Zwerge sind. Hier ist die Stadt. Hier
müsste, glaube ich, sein, wo Klemann ist, oder? Nee, wo nicht. Klemann war hier oben irgendwo, oder? Kopf. Nächste Charaktere, Stahlkreuz, okay. Ein bisschen einfach gemacht mit diesen Spezialattacken, dass man dann halt nur ihn kurz sieht, aufblendet oder so. Aber die Charaktere sind gut gestaltet, Story ist drin, aber halt. Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr storymäßig ist. So, hier geht es aber noch mal hoch. Wir gehen mal hier weiter. Ah, seht ihr? Gischt. Alter. Wie verzögert ist das denn? Wir rennen hier einfach mal gerade raus. Ich will auch nicht zu viel spoilern eigentlich. Hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal zurück. Okay, ich habe gedacht, vielleicht noch was versteckt oder so. Koku, Setteki o kakunin shimashita. Ist aber auch nicht richtig echt, weil normalerweise, wenn er Raubtier einsetzt, sind sie komplett weg, weil er die ja aufnimmt. So wird es. Naja. Ja, die Spiele müssen wir wohl nicht so nah in der Realität bleiben. Jetzt habe ich endlich getroffen. So, ist aber sehr zeitverzögert. Wir gehen aber erstmal mal hier lang. Hier ist wieder nichts. Okay, dann gehen wir hier lang. アイスクルスティア。さすがに聞いただろ。さすがに聞いただろ。アイスクルスティア。ja, wir sind auf einen Fenster sie aufgebaut. Du wirst halt rum und kommt mal zum Monster auf und die machst du platt.
normal wird es natürlich dann schwerer. Ich habe ja auf Story gemacht, weil ich die Story erleben will. Sah aus, als wenn er auf Ragnar reitet. Weil er hat ja seinen eigenen, mit dem er unterwegs ist. Wir wollen nicht so viel spoilern. Mal Charakter kennenlernen und so ist eigentlich wie in einer Serie. Na schade, das ist echt kein Deutsch. Hätte man alles so schön Deutsch vertonen können. ごちそうさん。
標的を発見しました。Sind durch das Icon im Bild gekennzeichnet, wie das andere Schaden war. Verteidigung. Dann man Schaden hat. Okay. Okay. Eiskühles Bier! ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。やあ、来た。そりゃ、そりゃ、そりゃ、そりゃ、そりゃ、そりゃ、アイスクルスピア。そりゃ、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 そりゃ。Ach, Mensch, ich hätte doch noch Englisch. Ich war schon Ende, da hätte ich genau den anderen Gang gehen können. Passives Skills können verbessert werden, wenn wir öffnen. Ja. Ach, kann man jetzt ja auswählen. Nee, den lass ich aber. Ungewohnt jetzt so 3D-mäßig zu sehen, die Videosequenzen. Aber sieht gut aus. Du kannst jetzt bauen. Die Stadt können wir selber sogar machen. Cool. Bauen. Weil die Zwerge sind, so wie es aussieht, sind die Zwerge ja schon da.
建築を実行しますか？頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか？頼んだぞ。うんうん、さすがだな。Das habe ich doch eigentlich schon. Wir nehmen mal einen Händler, nehmen wir mal. Oh, ne, hier habe ich einen. Achso, da habe ich nicht genug Geld für. Cool. お悩みで。なるほど。では。タッチ。よし。というものだ。よし。なんと。ああ、そいつをつとなると。また熱くなった気がする。よし。Obwohl, nee, die sind ja. Nee, doch, wir müssen doch noch mal. アイシクルスピア！掃除の時間だ！ユニークスキル捕食者！ごちそうさん！アイシクルスピア！さすがに君が愛した！よく、食事の時間だ！ユニークスキル捕食者！ごちそうさん！よく、ふむふむ、結構調子いいな。おいらの勝ちっすね！よし、十分そうな数を揃えたぞ。だけんじゃ、この材料で風を生み出す道具は作れるか？
Achso, das ist der Rest der noch großer Weise. Wird später zu Raphael. Oh, ja, sassuk, senpūki o tsukutte miru ka. Oh, doko kara dou? Kore o mitara Rigurdo no yatsu, odoroku zo. Also mit dem Ventilator kam ich in der Serie vor. Ah, das ist dazu erfunden. Geld habe. Ich will unbedingt bauen noch. Unterkunftsmöbel, Schmiede, Händler. Das kann ich auch umbauen, okay. Oh, was haben wir denn da unten? Das brauche ich unbedingt noch. Dafür brauche ich Fleisch. Ja, auch raus. Oh, was haben wir denn hier? Jagdhütte. Jetzt kommt der Ogre hinterhalt. Rimuru-sama. Das machen wir noch. Jetzt kommt Benimaru und so dazu. Oh, Flammenkreis. Na, dann nehmen wir das doch mal.
Angriffskraft, Glück habe ich jetzt im Inventar. Geist, Geistangriff, Verteidigung. Neue Skill, teste mal. Gewöhnungsbedürftig, dass man das mit einer Analogstick macht. Kurea Circle! Ja, hoch und Dings. Jetzt kommt der Ogre-Angriff. Jetzt haben wir die Maske und das hat halt die Aura schwächt. Südliche Lichtung, genau, da sind sie, Benimaru, seine Schwester. Sieht ein bisschen komisch, ich bin ja nicht mehr gewöhnt, dass die jetzt so aussehen, ne? So ausgesehen haben. Ja, die haben wegen der Maske, das klärt sich dann alles später noch, weil Ina ihr Dorf vernichtet mit Maske, und aber das ist nicht Remuru gewesen, das war, wie heißen die Clowns des Unheils? Nee, Unheilszirkus, Mensch, wie heißen sie denn? Die werden hier bestimmt auch noch auftauchen. Schade, dass das alles nur mit Untertitel ist. Ja, warte kurz. Eine Minute, ich mache noch gerade einen Abschluss. Ich nehme gerade auf. Ich habe drei erwischt.
Kann leider nicht weitermachen, aber wir haben ja schon eine Stunde gemacht. Wir müssen den Kleinen jetzt aus der Kita holen. Es macht Spaß. Es ist ein schönes Spiel. Einige Sachen sind halt nicht so wie in der Story. Ist ein Spiel, kann man mal darauf Rücksicht nehmen. Die Animationsstil ist gut, also sieht sehr schön aus. Ton hat sich bei mir jetzt auch gut angehört. Leider alles wieder nur auf Japanisch mit Englisch. Nee, Englisch mit deutschen Untertiteln, Entschuldigung. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass er endlich mal Deutsch machen, deutsches Audio. Gerade bei hier sind ja auch nur Zwischensequenzen. Wäre schön geworden. Aber trotzdem von mir einen Daumen hoch, ist ein schönes Spiel, macht Spaß. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Angezockt oder Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.